So, Tür vor der Nase zu. Typisches Vertreterschicksal, könnte man meinen. Aber warten wir mal ab. Der Herr, der hier so mit Nachdruck Einlass begehrt, ist zwar auch ein Reisender, oder besser gesagt, weit hergereister, aber er will hier keine Geschäfte machen, sondern nur einen privaten Besuch. Frau Redlich ist zunächst ein wenig sprachlos, denn sie kennt den Herrn nicht. Mein Name ist Ullmann. Ich bin der Vater von Ihrem Untermieter, Klaus Ullmann. Ach, das freut mich aber, dass Sie Ihren Sohn mal besuchen, Herr Ullmann. Und so überraschend. Schade, dass er nicht zu Hause ist. Aber er hat uns schon so viel von Ihnen erzählt. Ja. Ach, ich möchte auch mal wieder gerne aufs Land. Das ist ja himmlisch bei Ihnen sein. Du hast doch nicht so neugierig, Kinder. Aber du kommst doch herein, Herr Ullmann. Sie werden doch sicher nach der langen Reise müde und abgefahren. Ja, das ist Großstadttempo, was? Herr Ullmann Senior ist drinnen und sein Koffer steht noch draußen. Aber der Schnelldienst nach Fridolin und Bärbel, die beiden redlichen Kinder. Tja, so ein Koffer vom Lande hat in sich. Wir müssen schon entschuldigen, dass hier noch aussieht, Herr Ullmann. Nur keine Umstände, Frau Redlich. Kinder, seid vorsichtig mit dem Koffer. Keine Angst. Keine Angst. Kommen Sie spielen. Nehmen Sie bitte Platz, Herr Ullmann. Ja. Ich war gerade dabei. Ich war ja nicht auf Ihren Besuch vorbereitet. Ich hab's doch geahnt. Was ist denn das? Rübe. Eine Rübe? Ja, eine Zuckerrübe. Erstaunt. Die bauen wir an und die ernten wir. Aber von den Burschen habe ich da mal mitgebracht. Tolle, mein Sohn soll doch wissen, wie gut dieses Jahr die Ernte ausgefallen ist. Das ist ja rührend. Hoffentlich kommt deine bald nach Hause. Hoffentlich. Wir sollten uns eigentlich mal nach ihm umschauen. Er ahnt noch gar nichts von seinem Glück, der angehende Zuckerdiplom-Ingenieur. Er studiert nämlich hier am Institut der Zuckerindustrie. Er ist außerordentlich ehrgeizig. Sein Studium geht ihm über alles. Formeln und Analysen sind sein ganzer Lebensinhalt, seine ganze Liebe. Na, sagen wir die Hälfte. Da sitzt er nämlich. Das sieht allerdings weniger nach Studium aus. Süß ist das Mädchen und Klaus hat ihr gerade eröffnet, dass er sie heiraten möchte. Ich verstehe nicht, warum du das bisher verheimlicht hast, Klaus. Sie ist hier wirklich ernst. Du kennst eben meinen Vater nicht, Margot. Ein Stadtgeweck ist kein Naturprodukt, das ist eine ständige Redensart. Und er meint damit nicht nur seine Zuckerrüben. Sondern auch die Menschen sehr beruhigen. Aber Margot, da besteht doch gar kein Grund zur Beruhigung. Mein Vater sitzt bei seinen Rüben in Krautheim. Das ist schrecklich weit weg von dir. Und wie hier drei steht, das wird er sowieso nicht vor meinen Examen. Denkst du, mein lieber Klaus? Das Schicksal nimmt seinen eigenen Lauf. Die Katastrophe scheint nicht mehr aufzuhalten. Doch der Himmel hat ein Einsehen. Die beiden Kinder retten die Situation auf ihre Weise. Onkel Ullmann? Sind die Zuckerrüben aus Zucker? Zucker? Na ja. Oh, das kann man ja gar nicht essen. Nein, lieber Junge, so wirst du auch nicht Spaß daran haben. Aber wenn ihr vielleicht was Süßes essen wollt, ja? So. So, hier. Ist derselbe Zucker drin wie in der Zuckerrübe. Oh, prima, genau meine Marke. Vielen Dank. Aber wie kommt denn der Zucker aus der Rübe in die Schokolade? Ja, mein Lieben, das ist gar nicht so einfach. Prima. Zuerst müssen die Rüben doch mal geerntet werden. Im Herbst, wenn die Rüben ihren höchsten Zuckergehalt erreicht haben, setzt die Ernte ein. Sie werden mit modernen Maschinen auf dem Feld gerodet und durch Köpfen vom Blattwerk befreit. Denn zur Zuckergewinnung wird nur die Rübe gebraucht. Blätter und Köpfe sind ein sehr wertvolles Viehgut. Verkleinert wird es in die landwirtschaftlichen Betriebe abgefahren. Die Zuckerrüben selbst werden zur nächsten Bahnstation gebracht, wo sie für den Abtransport zur Zuckerfabrik verladen werden. Thank you.
werden auch direkt vom Feld durch Lastwagen in die Zuckerfabrik befördert. Während der Zuckerkampagne, so nennt man die Zeit der Zuckerrübenernte und ihrer Verarbeitung, ist bei den Zuckerfabriken was los, wenn in langen Schlangen Waggons und Lastwagen eintreffen. Wasser spielt eine große Rolle. Überall wird es für den Transport der Rüben bis zur Rübenschwemme und für die Reinigung der Rüben gebraucht. Kinder, was spielt ihr denn hier? Na, so schnell geht das natürlich nicht. Wir haben ja noch gar keinen Zucker. In der Zuckerfabrik, da wird er erst aus den Rüben herausgeholt. Ja, und dann sieht das so aus. Schneeweiß. Warum ist denn der Zucker weiß? Was du aber auch für Fragen stellst. Das ist doch ganz einfach. Weil er so schön sauber ist. Oh, danke schön, Herr Ullwein. Und das alles hier ist aus reinem Zucker hergestellt. Dürfen wir das alles aufessen, Mutti? Na, warum denn nicht? Mein Sohn wird alleine bestimmt damit nicht sterben. So liebst du dich, Herr Ullwein. Jetzt sollen Sie sich aber mal sterben. Das ist auch etwas sehr Gutes. Na ja, sehe schon. Gut. Zum Wohl. Ah, ausgezeichnet. Ist die Gärtchen gefällig, Herr Ullmann? Ja, danke, bin so rein. Aber wie aus Rüben Zucker gemacht wird, wissen wir immer noch nicht. Du sollst nicht so viel fragen, Bärbel. Lass sie doch verrätlich. Aber das wird sie auch interessieren. Was, Björn? Hier. Die kleine Geschichte von der Zuckergewinnung. Ein süßes Abenteuer. Rübchen 1 und Rübchen 2 wollen mal ganz nebenbei wissen, was man Tag und Nacht aus den vielen Rüben macht. Für Sauberkeit sorgt erst einmal und mehrfach ein Wasserstrahl. Die Schneidemaschine hat ja Zähne, entsetzlich, scharf wie die Hyäne. Da drückt man sich auf rasche Weise und geht auf die Entdeckungsreise. Was für ein riesengroßes Vieh ist doch die Diffusionsbatterie. Schnitzeln ausgelaugt wird hier, was für den Zucker taugt. Und Rübchen 1 vom Rosa schlägt. Probier's, wie zuckersüß er schmeckt. Was soll der Apparat? Es geht schon wieder in ein Bad. Man scheidet aus den ungeheuren Prozessen Salze und die Säuren. Den Kalkstaub treibt man wieder aus und saturierter Saft kommt raus. Jedoch der Dünnsaft muss indessen schon wieder unter Filter pressen. Und Rübchen 2 meint, schau doch, siehe, was macht man sich mit uns hier Mühe? Rübchen staunen immer mehr. Hier geht's ja noch viel heißer her. Kein Lüftchen kommt ins Dampfbad rein. Da läuft man ja zu Dicksaft rein. Der kommt, naja, die ahnten schon, noch einmal zur Filtrierstation. Und jetzt wird er gar eingelocht und ohne Erbarmen noch verkocht. Doch was ist das? Ein Wunder. Ja, auf einmal sind Kristalle da. Da sieht man erst und hat entdeckt, was Wunderbares in uns steckt. Und in den meisten, wie
schön, kann man rasch ein paar Runden drehen. Das Zentrifugenkarussell dreht sich ein bisschen gar zu schnell. Sogar dem Sirup wird's fatal und er entfleucht zentrifugal. Den Rohzucker, den stört das nicht. Schön zuckrig ist schon sein Gesicht. Doch fertig, ach wo, keine Spur. Jetzt kommt die rapidierte Tour. Mit Wasser und mit Dampf gebraust, treibt man den letzten Schmutz noch aus. Und immer weißer werden alle die feinen, glitzernden Kristalle. Das funkelt, strahlt und glänzt und gleißt wie ein kristallner Zuckergeist. Begeistert schütteln sich die Händchen, die Rüben und das Zuckermännchen. Und jetzt geht erst der Blütenweiße mit seinen Brüdern auf die Reise. Und das war das süße Abenteuer. Na, das ist ja eine schöne Geschichte. Ach, Onkel Klaus! Tag, Vater. Tag, mein Junge. Na, wie geht's denn? Alle. Siehst du mit dem Blatt aus? Machst du dich sattlos, ne? Oder hat das einen anderen Grund? Komm, Kinder, wir werden jetzt eine kleine Erfrischung für uns alle holen, ne? Ihr könnt mir dabei helfen. Keine Angst, Margot, wir verzeihen. Vater, darf ich dir Margot Fräulein Klein vorstellen? Sie ist in der gleichen Branche tätig wie wir. So. Mhm. Naja, freut mich, sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Herr Ullmann. Also auch süß von Berufswegen. Zuckerwaren? Nein, nein, nicht direkt, Vater. Die Laborantin bei. So, da sind wir wieder. Ich helfe, Frau Weber. Prima, Kreis, direkt aus dem Kühlschrank. Ah, sag mal her. Was sind das für ein Getränk? Kennst du dich, Vater? Das ist doch Coca-Cola. Coca-Cola? So. Na, damit könnt ihr mich nicht beglücken. Coca-Cola ist doch ein bekanntes Markengetränk. Naja, mag ja sein, aber ich halte nicht viel davon, Pasta. Doch was ist das? Ist denn sowas möglich? Wie kann man nur diese harmonische Stimmung so empfindlich stören? Und bei aller Liebe, aber das geht nicht. Coca-Cola ist bekömmlich. Ja, sogar nahrhaft. Soll ich mir vielleicht von dir erzählen lassen, was nahrhaft ist? Hier. Das ist nahrhaft. Das. Das. Und das. Jawohl, mein Sohn. Und ich bin stolz darauf. Denn was in diesen süßen Erzeugnissen drinsteckt, ist ein gut Teil meiner sauren Arbeit. Zucker ist mein Leben. Weil ich davon lebe. Einen Augenblick, Herr Ullmann. Ihr Stolz in allen Ehren, aber wir bekommen hier ein ganz schiefes Bild. Das muss gleich mal richtiggestellt werden. Worum es sich hier dreht, das haben unsere Zuschauer wahrscheinlich schon längst gemerkt. Und Herr Ullmann, ob er tatsächlich nicht weiß, dass gerade er mit dieser unverkennbaren Flasche besonders eng verbunden ist? Wenn irgendwo die Verarbeitung von Zucker eine Rolle spielt, so bei der Herstellung von Coca-Cola. Nur Zuckersorten von höchstem Reinheitsgrad kommen in den Apfelbetrieben zur Verwendung. Diese Zuckersäcke aus Papier sind einwandfrei verschlossen und verhindern das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und fremden Geruchsstoffen. Ein Blick in das Zuckerlager gibt einen Begriff davon, welche Mengen hier benötigt werden für die Herstellung von Zuckersirup. Das ist der Sirupraum. Natürlich wird auch das Wasser, in dem sich der Zucker auflösen soll, zuvor mit der gleichen Sorgfalt aufbereitet. Und dann ist es soweit. Hinein in den Siruptank.
Ausgesprochen rührend, was sich hier abspielt. Das Rührwerk bringt Wasser und Zucker zusammen und die Lösung, der Zuckersirup, ist entstanden. Er ist allerdings noch etwas stumpf. Es bedarf also noch der restlosen Klärung. Aha, bereits im Gange. Man sieht deutlich, ganz ohne Druck geht es eben nicht. Wer so durch die Presse gejagt wird, die Filterpresse, kommt schließlich geläutert heraus. Ein Zuckersirup von höchster Reinheit ist entstanden. Aber erst durch Verbindung mit dem Coca-Cola-Grundstoff wird aus diesem Zuckersirup der Coca-Cola-Sirup. Höchste Zeit, dass er fertig wurde. Die Abfüllmaschine braucht Nachschub. In ununterbrochener Folge durchlaufen leere Flaschen die Maschine und werden in gleichbleibendem Rhythmus mit gleicher Menge gefüllt. Und reinsten natürlichen Produkte garantieren den Wohlgeschmack. Kohlensäurehaltiges Wasser tritt als sprudelndes Element hinzu und beides vereinigt sich zu einem köstlich erfrischenden, bekömmlichen Getränk. Mit dem ständig steigenden Konsum von Coca-Cola wächst auch der Bedarf an Zucker immer mehr an. Die Coca-Cola-Apfelbetriebe gehören mit zu den größten gewerblichen Abnehmern der deutschen Zuckerfabriken. Und fühlen sich daher wirtschaftlich besonders mit den Rübenbauern verbunden. Seine Arbeit schafft ja jetzt letzten Endes die Voraussetzung für diese Zusammengehörigkeit. Immerhin ist es die Zuckerrübenernte von einigen tausend Rübenbauern. Jahr für Jahr, weil das Zubereitung von Coca-Cola verbraucht wird. So. Aber wie du da Bescheid weißt. Das weiß ich alles von Margot. Margot? Der Vater meiner Küche ist hinter uns. Ach, sieh mal einer an, das süße Mädchen. Wie war denn das? Womit hatten Sie zu tun? Mit Coca-Cola, Herr Ullmann. Was? Ja, ich bin Laborant in einem Coca-Cola-Apfelbetrieb. Na dann, Prost! Und wohlbekommt's, meine Lieben. Weiter bliebe hier wohl nichts mehr zu sagen, denn wie wir sehen, ist nun auch zwischen diesen beiden etwas zustande gekommen, was zwischen diesen beiden schon immer bestanden hat. Eine glückliche Verbindung.